Herzlich willkommen an alle zu unserem heutigen Online-Einführungskurs für Exam. Was wollen wir machen? Einfach mal unser Tooling vorstellen, mal zeigen, was es alles kann und Ihnen einfach mal einen ersten Einblick geben, wie Sie damit starten könnten. Anfangen wollen wir damit, mal kurz vorzustellen, wer Ihnen das heute alles näher bringt. Das bin zum einen ich. Mein Name ist Christoph Mienhorn. Bin seit ungefähr 17 Jahren bei der Firma Mikronova, also schon relativ lang, und habe eigentlich auch von Anfang an das Thema Exam begleitet. War am Anfang quasi selbst Softwareentwicklung hier gemacht, Support und alle Consulting-Themen und ähnliches und bin momentan der Fachabteilungsleiter für den gesamten Bereich Testautomatisierung bei der Mikronova und alles, was da halt so dranhängt. Genau. Bevor ich jetzt an den Herrn Moosburger noch übergebe, noch zwei allgemeine Sachen. Das eine ist, wir werden das Thema, das Webinar heute aufzeichnen, einfach auch um es den weiteren Interessierten später noch zur Verfügung stellen zu können. Und auch bezüglich der Fragen würde ich Sie einfach bitten, den Chat zu verwenden und schon mal Ihre Fragen reinzuschreiben. Der Rainer wird parallel versuchen, die schon mal zu beantworten. Wenn es komplexere oder längere Sachen sind, haben wir am Schluss oder auch mittendrin, wenn wir einfach nochmal kurz darauf eingehen, dass wir auch kurz vielleicht miteinander reden können, um bestimmte Sachen zu klären. Das macht es, glaube ich, einfach einfacher. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal die Aufzeichnung starten, wenn wir das schon mal haben. Okay, Rainer, kannst du vielleicht kurz noch was zu dir sagen? Hallo, willkommen beim Exam-Webinar von meiner Seite. Mein Name ist Rainer Moosburger, auch tätig im Bereich Testautomation. Seit inzwischen 11 Jahren bei der Mikronova. Mein Zuständigkeitsbereich, ich bin Projektleiter und für die Entwicklung, für den Support, für unser Schulungsangebot rund um Exam verantwortlich und werde später dann noch einen technischen Einblick dann in die Testautomatisierung geben. Genau, vielen Dank, Rainer. Frage ist schon eingegangen, sehr gern. Genau, dann kannst du da einfach mal weitermachen. Dann würde ich gehen und wir starten einfach mal. Als erstes mal kurz erklärt, warum machen wir das eigentlich oder was denken wir, warum wir es machen. Das eine ist, in der Steuergeräteentwicklung kommen halt immer mehr Herausforderungen auf uns alle zu. Das heißt, der Funktionshub, der natürlich in modernen Fahrzeugen ist, der wird immer größer und damit kommen natürlich auch der Absicherung solcher Funktionen immer mehr Bedeutung und auch es ist immer aufwendiger, sage ich mal. Und auch, sagen wir, sind in Unternehmen immer mehr Leute auch mit solchen Sachen befasst. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das zu verbessern. Die eine ist mal generell, das zu automatisieren. Also klar kann man auch Testsachen manuell testen, aber wenn man das dann öfters wiederholen muss, kostet das halt auch sehr, sehr viel Zeit. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, das entsprechend zu automatisieren. Aber die zwei weiteren Punkte, die ich hier noch stehen habe, die finde ich mindestens genauso wichtig. Das eine ist, dass man halt gerade auch in größeren Unternehmen die Prozesse vereinheitlicht und dadurch eben eine standardübergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Testteams ermöglicht, auch einen entsprechenden Austausch, aber halt auch die Absicherung der entstandenen Testfälle, dass die zentral abgelegt werden und auch, dass man da einen zentralen Zugriff hat. Das ist das, was wir heute auch darstellen wollen. Deswegen hier mal die kurze Agenda, die wir uns jetzt so die nächste halbe, dreiviertel Stunde mal anschauen werden, bevor wir zu den Fragen kommen. Der erste Bereich ist, ich habe es jetzt mal als das Exam-Konzept benannt, also warum hat man Exam überhaupt gemacht oder was steckt so als Grundidee dahinter? Der zweite Teil ist, wofür wurde das System gemacht, also was sind die Einsatzbereiche? Dann schauen wir natürlich auch mal rein, wie denn Tests überhaupt aussehen können mit Exam und welche Möglichkeiten Exam da auch bietet. Das Thema Produkt und Architektur umfasst dann, ja, es ist eine Enterprise-Applikation, aber wir haben auch noch sehr viele Erweiterungen an das Tool entsprechend und natürlich auch, wie das Ganze dann in der IT-Landschaft passen kann. Genau, dann wird der Rainer die Demonstration machen und einfach mal zeigen, wie das sich im Tool dann anfühlt oder wie man das entsprechend sieht. Und dann werden wir da natürlich noch etwaige Fragen gern beantworten. Fangen wir einfach mit dem Konzept mal an.
erstmal das, warum ich jetzt mal hoffe, dass Sie alle da sind. Also das heißt, das Wichtige ist, was hilft mir das, wenn ich irgendwas automatisiere? Es fängt schon damit an, dass ich natürlich in der Regel nachts keine Leute vor Prüfsystemen sitzen haben, die irgendwas testen. Die Testautomatisierung, die kann das aber sehr wohl. Und die läuft natürlich dann auch quasi rund um die Uhr und nutzt diese Systeme halt sehr intensiv. Das Zweite ist, ich kann Dinge standardisieren und übergreifend nutzbar machen. Und dadurch habe ich natürlich dann auch Synergieeffekte, wenn ich das entsprechend automatisiere. Und wenn ich mal eine entsprechende Testabdeckung habe, dann kann ich halt auch in sehr frühen Phasen der Entwicklung Fehler finden, weil ich halt auch sehr, sehr, ja, ich sag mal, schnell immer wieder die gleichen Tests auch ausführen kann. Also auch für den Entwickler ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Und dann in Bezug auf ISO oder ähnliche Themen habe ich halt auch zum TÜV zum Beispiel eine Regressionsfähigkeit und ich kann es halt auch nachvollziehen. Ich kann es immer wieder laufen lassen, die Fehler immer wieder reproduzieren und entsprechend darstellen. Also das ist der Grund, warum man das macht. Jetzt ist es so, vielleicht zwei Sätze vorweg. Das Thema EXIM, also das Projekt EXIM, ist im Volkswagen-Konzern entstanden und vor ungefähr jetzt ja, so 12, 13 Jahren. Davor war es so, dass auch im Volkswagen-Konzern eine sehr unterschiedliche Automatisierungslandschaft vorhanden war. Es gab sehr, sehr viele verschiedene Systeme, die genutzt wurden. Fast jede Abteilung hat ihre eigene gehabt. Dadurch natürlich entsprechende Mehrkosten, wenn Anbindungen notwendig waren an bestimmte Systeme. Und das ist natürlich ja auf lange Sicht auch ein sehr starker Kostentreiber. Und deswegen wollte man hier halt auch einen einheitlichen Prozess im Konzern schaffen. Und das hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, es soll ein einheitliches Testautomatisierungswerkzeug geben. Und das ist EXAM. Und das ist es auch heute noch. Also auch heute ist EXAM quasi die Testautomatisierung, die der Volkswagen-Konzern für sich selbst einsetzt. Was soll dieses Wort EXAM denn nun eigentlich bedeuten? Das steht für Extended Automation Method. Jetzt kann ich mal nicht mehr reden. Und das Wichtige dabei ist eigentlich dieser Satz da unten. Ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Im Vordergrund stehen dabei nicht allein das Prüfen, sondern vor allem die Methodik dahinter, da ein Tool alleine ohne die Etablierung leistungsfähiger Prozesse nicht zum Erfolg führen wird. Also das heißt, nochmal kurz gesagt, der Grundgedanke ist nicht das Tool an sich, sondern einen leistungsfähigen Testprozess zu etablieren, den dieses Tool halt dann entsprechend unterstützt. Und das sehen wir dann auch in den folgenden Folien. Ja, was sind dann so die, oder was macht EXAM besonders oder anders wie andere Automatisierung? Das eine ist mal, durch das EXAM eine Methodik ist, hat man sich eine, nennen Sie jetzt mal, eigene Sprache oder eine eigene Modellierung überlegt, wie man quasi Testfälle beschreibt. Und das ist bei uns eine Basis der UML. Man hat zum Beispiel Sequenzdiagramme genommen, um Abläufe zu beschreiben. Und ähnliches sieht man dann später, wenn man mal auf das Tool schaut, kann man es an bestimmten Stellen auch noch ganz gut erkennen. Aus diesen Modellen generiert dann das Tooling im Hintergrund ausführbaren Code. Bei uns ist das Python-Code. Da müssen Sie auch nichts machen, das macht das System selbstständig. Genau, das heißt, Sie sind in der Regel dann eigentlich nur mit der Modellierung beschäftigt. Dadurch erreichen wir auch durch diese Modellierung eine Trennung zwischen der Testbeschreibung und der Implementierung. Vielleicht ein kurzes Beispiel, was damit gemeint ist. Nehmen wir mal einen Test. Ich möchte ausprobieren, ob der Blinker, wenn ich den einschalte, ob dann entsprechend die Blinkerleuchten in der richtigen Frequenz blinken. Dann wäre die Testbeschreibung, ich schalte Blinker ein und die Prüfung wäre, schau nach, ob alle Lampen entsprechend blinken. Das ist gemeint bei uns mit einer technischen Beschreibung. Das wäre so die oberste Ebene von dem Testfall, mit der der Testspezifikateur auch noch umgehen kann. Die technische Implementierung, das ist dann im Prinzip der Teil, mit welchem Kennsignal zum Beispiel die Blinkerbotschaft übertragen wird. Und die abstrahiere ich von dem reinen beschreibenden Testablauf. Und genauso kann ich über diese Abstraktion zum Beispiel auch verschiedene Prüfstände ansteuern und da entsprechende Abstraktionen einziehen. Genau, das ist der Teil. Das ist schlecht. So. Man hört mich nicht mehr. Immer noch nicht? Und seit wann nicht mehr?
Man hört mich. Okay, nur der Rainer hört mich nicht. Na, dann rede ich einfach mal weiter. Okay, genau. Ich glaub's wieder. Das gehört auch dazu, dass ich im Prinzip darüber dann auch entsprechend Tests im Team entwickeln kann. Also auch zusammen mit den verschiedenen Standorten oder auch mit Zulieferern. Jetzt habe ich gesagt, das gehört natürlich in den Testprozess. Das soll die Folie mal darstellen. Das heißt, ich habe einen in der Regel Testmanager, der den ganzen Testprozess, sagen wir mal, überwacht und natürlich auch die Ergebnisse daraus zieht. Wir haben es jetzt mal in drei Blöcke geteilt, einfach auch um die Bedeutung von XM oder was XM quasi in dem Kontext für eine Aufgabe hat, herauszustellen. Der eine Teil ist das Thema Test Requirements Management, also wo ich meine Requirements und in der Regel auch meine Test Cases spezifiziere. Das ist der Beginn von dem Prozess. Dann habe ich den Abschnitt Test Execution Management. Das ist alles, was XM als Tooling bietet. Es geht quasi vom Test Design, also demjenigen, der den Testfall erstellt, über den Tester, der ihn quasi ausführt, und den Testauswerter, der sich am Schluss die Ergebnisse anschaut, ob das alles entsprechend so gelaufen ist, wie man sich vorstellt, oder ob irgendwelche unerwarteten Fehler aufgetreten sind. Sei es Prüfstandsfehler oder wirklich Steuergerätefehler. Nach dieser Kette geht es dann ins Test Result Management. Das sind dann Ticketsysteme zum Zulieferer oder zu anderen Fachabteilungen, wo dann Fehler übermittelt werden, die dann in der Regel beim Steuergerät zu suchen sind. Was XM bietet, ist zum einen halt diese Rollenaufteilung, also auch, dass ich quasi diese Rollen unterschiedlich leben kann, das ist das eine, und aber auch entsprechende Schnittstellen, zum einen zum Test Requirements Management, dass ich hier automatisiert Testspezifikationen in oder nach XM synchronisieren kann. Ganz weit verbreitetes Beispiel immer noch ist hier DOAS. Ich kann zum Beispiel Testfälle von DOAS nach XM importieren, aber auch aus Jira, aus Integrity, aus Polarion. Also es gibt ganz verschiedene Systeme, wo ich hier Testspezifikationen nach XM bringen kann. Das zweite ist dann das Testergebnis. Auch hier gibt es automatisierte Schnittstellen für zumindest Polarion, Integrity, Jira. Gibt es auch die Möglichkeit, dann die Ergebnisse aus XM wieder in das entsprechende System zurückzuführen, falls man hier halt ein gesamtheitliches System hat. Jetzt, wenn wir uns das mal ein bisschen detaillierter anschauen, was XM in diesem Prozess halt dann durchläuft, habe ich hier auf der linken Seite wieder den Test Specification Engineer, der mit Lupe und Bleistift hier seine Testspezifikation hat. Die kommt nach XM. Das ist dann so der erste Berührungspunkt, nämlich der Testdesigner arbeitet in XM in dem XM Modeler. Das ist eine Ansicht in XM, da gibt es verschiedene. So die Hauptansicht, sage ich mal, um Testfälle zu bearbeiten. Und in der Ansicht kann er dann entsprechend Testfälle implementieren mit entsprechenden Bibliotheksfunktionen. Das sind jetzt links einfach mal so ein paar Beispiele aufgeführt. Und wenn er die dann modelliert, werden die in der XM-Modelldatenbank abgelegt. Das ist so der erste Schritt, um einen Testfall in die Bibliothek zu kriegen. Eben nicht in die Bibliothek, sondern in die Datenbank. Ist der dann mal in der Datenbank hinterlegt, gibt es einen Hintergrundprozess, das ist der XM-Generator, der dann auch am Server läuft, sieht man in der Architektur später dann auch noch. Und der macht zum einen dann eine Codeprüfung, also macht eine Syntaxprüfung auf Basis von diesem Modell und erzeugt auch den entsprechenden Python-Code. Den wiederum kann ich dann zum Testrunner synchronisieren. Das ist die nächste Perspektive in XAMS, die Ausführungssicht. Und über den Testrunner kann ich dann diesen Python-Code am Prüfstand ausführen. Kann da überwachen, dass alles entsprechend funktioniert. Und die Ergebnisse werden in einer weiteren Datenbank, der sogenannten Report-Datenbank, abgelegt. Und die kann dann mit dem XM Report Manager, jetzt mal bei der letzten Perspektive, kann man sich mit ihr verbinden, so ist es richtig, und kann auf die Report-Ergebnisse zugreifen. Auf Basis von dem kann ich dann Nachbearbeitung machen, kann die Ergebnisse kommentieren oder mir entsprechende Logfiles anschauen, was passiert ist.
Und zusätzlich kann ich auch über einen template-basierten Ansatz aus dem Ganzen PDFs erzeugen, zum Beispiel, und die halt auch weitergeben. Genau, das war jetzt mal soweit die Prozesssicht. Dann schauen wir uns doch an, was für Einsatzbereiche das es gibt. Also wo kommt XAMM eigentlich her? Ich denke mal, das werden wahrscheinlich viele kennen, das klassische V-Modell. Wir haben jetzt einfach hier mal in dunkelblau eingezeichnet, wo XAMM überhaupt im V im Einsatz ist. Das ist jetzt eine Sicht aus, also eine OEM-Sicht, in dem Fall von Audi. Da haben wir ganz unten entsprechend die Komponentenprüfplätze, die halt mit XAMM bedient werden, in der Regel Hardware-in-the-Loop-Systeme. Dann die Domänenprüfstände, also bei uns sagt man vernetzte Hill-Prüfstände, da wo zum Beispiel alle Steuergeräte vom Komfortbereich verbaut sind. Kommt auf der nächsten Folie noch ein besseres Bild, da kann man es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Genau, also alles, was quasi von unten bis zum Referenzfahrzeug hochgeht, wird quasi über XAMM abgesichert. Da gibt es dann, sagen wir, ganz verschiedene Ausprägungen, aber es gibt, sagen wir, so zwei Hauptdomänen. Das eine sind Prüfstände, wo ich in der Regel nur ein Steuergerät dran teste. Nehmen wir mal ESP als Beispiel oder Airbag oder ganz verschiedene, halt im Prinzip für jedes Steuergerät. Hier ist es so, dass ich dann auch die XAMM-Modelle, also das sind die, ja, die Datenbankeinheiten, wo die Testfälle strukturiert abgelegt werden. Da kann ich mehrere natürlich anlegen. Und hier ist es so, dass wir in der Regel projektspezifische XAMM-Modelle haben, da wo relativ wenige Anwender drauf arbeiten und auch, sagen wir, in der Regel an einem Prüfstand halt ein Anwender sitzt. Das sind auch, sagen wir, 1000 bis 3000 Testfälle, das ist noch nicht so wild. Also das ist auch, sagen wir so, der kleine Case für XAMM. Ich habe relativ wenig Anwender und auch relativ wenig Testfälle. Das Ganze skaliert dann hin zu den domänenspezifischen XAMM-Modellen. Und da ist es natürlich dann schon so, das sind jetzt genau diese vernetzten Prüfstände, die ich gemeint habe. Hier an dem Bild sieht man mal, ich glaube, das war ein älterer Golf, aber man sieht schon, das ist der Komfortprüfstand. Und hier ist es so, da habe ich dann, je nachdem, was ich für einen Bereich habe, irgendwie 10, 20 oder noch mehr Steuergeräte verbaut, kann die auch einzeln an- und abschalten und Ähnliches. Nimmt die Komplexität von dem Ganzen natürlich auch schon deutlich zu. Und hier ist es so, dass ich bis zu 70 Anwender auf einem XAMM-Modell habe. Also das ist dann schon mal auch eine größere Hausnummer. Und auch so ein Prüfstand wird nicht mehr in der Regel durch einen bedient, sondern da sind über 20 Leute normalerweise zugange. Also das sieht man dann schon auch, Prüfstandszeit zu bekommen, ist dann schon auch schwierig. Und da haben wir also wirklich mehrere 10.000 Testfälle. Also wir haben schon auch XAMM-Modelle, die in den 100.000er-Bereich, was die Testfälle angeht, oder auch ein Datenbankvolumen von mehreren Gigabytes beanspruchen. Aber das ist eigentlich auch dann das Wichtige, dass das System quasi für einen Einzelplatz genauso genutzt werden kann, wie auch für ein großes vernetztes Modell und dass sie halt trotzdem übergreifend arbeiten können. So, jetzt aber mal zu dem, wie das dann wirklich auch aussieht. Ich habe jetzt einfach mal so ein Beispiel angefangen, welche Schritte man macht, um einen Testfall aufzubauen. Rainer wird es nachher auch noch am Realen dann zeigen, damit man sich, ja, damit man ein Gesamtbild kriegt. Das sind jetzt natürlich wieder bloß Bausteine. Wenn ich jetzt so einen Testfall aufsetzen will als erstes, dann überlege ich mir, welche Methoden brauche ich denn überhaupt? Also was brauche ich für Zugriffsmethoden, um das überhaupt testen zu können? Hier ist jetzt mal so ein Beispiel für Chassis-Control-Elements. Also ich kann Kupplung, Bremse und Ähnliches. Solche Funktionen sind hier umgesetzt. Das wäre so der erste Schritt, den man sich überlegt. Dann legt man entsprechend einen Testfall in XAMM an. Das schaut dann so aus wie nach Schritt 1. Ich habe hier den Testcase mit einem Sequenzdiagramm drunter. Entweder ist es so, man legt sich den halt wirklich von Hand an oder er wird einem automatisiert erstellt, zum Beispiel über die Door-Synchronisation oder über Integrity oder wie sie alle heißen, also aus dem
Testspezifikations- oder Testmanagement-Tool sozusagen. Dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, ist das, dass man diesen Testablauf weiter modularisiert. In dem Fall habe ich jetzt mal das klassische Beispiel, nämlich Pre-Condition, Action, Post-Condition. Das ist so der einfachste Fall, den man aus der Lehre schon kennt. Das kann man natürlich aber auch beliebig weiter detaillieren und sich weitere Sequenzen machen. Was ist der Hintergrund? Wie bei jeder Strukturierung hat es halt einfach den Vorteil, dass ich über diesen Weg Sequenzen halt auch wiederverwenden kann. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Pre-Condition habe, die mir bestimmte Einstellungen vornimmt und die brauche ich in 10, 20 Testfällen, dann kann ich die gleiche Sequenz halt immer wiederverwenden. Was dann noch geht, ist, ich kann für die jeweiligen Sequenzen auch Parametersätze hinterlegen. Also das heißt, ich kann dann sagen, diese Pre-Condition hat diesen Parametersatz und den kann ich auch entsprechend variieren. Genau, dann muss ich das Ganze natürlich ausimplementieren und am Schluss habe ich noch eine Möglichkeit, ich kann dann ich habe dann 50, 100 oder noch mehr Testfälle und die kann ich dann bei uns in sogenannten Testsuiten, das sind auch wieder so Zuordnungseinheiten, strukturieren und damit ich sie halt auch gesammelt ausführen kann oder auch entsprechend gruppieren kann nach zum Beispiel Testthemengebieten und ähnlichem. Jetzt hier mal einfach ein Beispiel von einem ESP-Test. Sie sehen auf der linken Seite die Testspezifikation, einfach die Prosa-Beschreibung von dem Testfall, den wir hier machen wollen. Also in dem Fall einfach beschleunigen, dann irgendein ungültiges Signal setzen und das Ganze entsprechend das Fahrzeug wieder abbremsen. Was ich Ihnen auf der rechten Seite dargestellt habe, sind drei Sequenzdiagramme. Wenn man genau hinschaut, sieht man es, dass es drei sind. Und da habe ich beim ersten die Vorbedingung, im zweiten Sequenzdiagramm ist es die Action und das dritte ist dann die Nachbedingung. Und jetzt, wenn man mal die Spezifikation vergleicht, nehmen wir am einfachsten mal die Precondition. Dann habe ich hier als Vorbedingung Zündung einschalten, Kupplung betätigen, Motor anlassen und so weiter. Wenn ich jetzt in das Sequenzdiagramm schaue, dann habe ich hier auch auf Zeile 1 Zündung einschalten, 2 Motor anlassen, 3 Kupplung betätigen und so weiter. Und auf der rechten Seite sieht man dann das Sequenzdiagramm, wie das dann am Schluss in XAMM ausimplementiert quasi aussieht. Und das ist eigentlich auch, dass ich habe hier nochmal die Möglichkeit, für jeden Schritt zu beschreiben, was ich mache. Durch das, dass das auch so aufgebaut ist, wird das auch sehr rege eingesetzt. Also wir haben in sehr, sehr vielen Modellen da, wo auch auf der Beschreibungsseite wirklich alles dokumentiert ist. Und auf der rechten Seite sehe ich dann die Implementierung. In dem Fall dieses Enable Ignition zum Beispiel, was dann die Zündung einschaltet im Hintergrund. Genau. Also einfach mal, um das Mapping zu sehen von der Testspezifikation auf die entsprechenden Aufrufe in XAMM. Eins möchte ich gerade noch zeigen, weil wir das hier ganz gut sehen. Hier sind die ganzen Instanzen aufgeführt, die ich in dem Testfall verwende. Also dieses Ignition Lock zum Beispiel oder Chassis Control Elements, Gearbox und sowas. Und da sieht man so ein blaues I, dieses Kreis mit dem I davor. Das sind alles Interfaces. Und was das bedeutet, da komme ich dann in der nächsten Folie auch gleich drauf. Das ist nämlich so eins, ja, also ich würde sagen, es ist mit das wichtigste Konzept, was XAMM bietet. Und das ist das, dass XAMM plattformunabhängig ist. Das heißt, plattformunabhängig erstmal prüfstandsunabhängig. Also das heißt, ich schreibe meinen Testfall nicht für einen bestimmten Prüfstand, sondern theoretisch kann der Testfall auf verschiedenen Prüfständen laufen. Es hat aber auch noch eine zweite Ausprägung, nämlich das, so wie es hier dargestellt ist, ich habe einen Testfall. Und den möchte ich am Schluss für verschiedene Fahrzeuge oder auch verschiedene Varianten ausführen. Bleiben wir wieder bei dem Blinkertest, den ich vorher schon mal angeführt habe. Ich mache einen Blinkertest für einen Golf. Jetzt, jeder von uns weiß, der Blinker funktioniert in den meisten Fahrzeugen sehr, sehr ähnlich. Also wird er im Passat ähnlich funktionieren. Und das heißt, ich möchte den Test ja nicht jedes Mal wieder neu implementieren, sondern ich möchte den Grundablauf eigentlich immer wieder verwenden können. Und genau das passiert hier. Ich implementiere den Test gegen Interfaces, gegen abstrakte Schnittstellen, wie das, was man, hier nochmal eine Folie zurück,
hier bei Enable Ignition oder so zum Beispiel gesehen hat, und macht dann Implementierungen für die jeweiligen Fahrzeuge. Das heißt, das, was sich ändert, ist dann die Kernbotschaft oder auf welcher Bitposition das im Kern steht oder Ähnliches. Und diese Unterschiede, dafür gibt es dann unterschiedliche Implementierungen für die Funktionen. Also das heißt, ich kann sowohl mein Fahrzeug, also die technischen Details abstrahieren, als auch irgendwelche Hardware. Siehe zum Beispiel irgendwelche Netzteile. Es gibt ja auch verschiedene Prüfstandshersteller. Also es gibt Novacard-Systeme, klar, die sind uns am liebsten. Aber es gibt natürlich auch Konkurrenz aus Paderborn und aus Stuttgart und Ähnliches. Aber das kann ich eben über so einen Mechanismus auch entsprechend umschalten. Genau. Wann passiert dieses Umschalten? Erst zum Teststartzeitpunkt. Also wenn ich die Test-Suite dann im Testrunner starte, sieht man dann später auch noch, dann gibt man quasi mit, welches Interface mit welcher konkreten Implementierung dann am Schluss verbunden ist. Und damit kriegt man halt eine gute Abstraktion hin und vermeidet auch ein mehrfaches Implementieren von den Testfällen. Genau. Da gibt es dann noch so ein paar Programmierkonzepte, die ich jetzt mal nur anreißen will. Das führt dann wahrscheinlich wirklich zu weit. Aber was so grundsätzlich geht, einfach, dass man die Schlagworte mal gehört hat. Das eine ist die ganzen üblichen Vererbungskonzepte, die man aus modernen Programmiersprachen kennt, gibt es hier auch. Nämlich ich kann Interfaces vererben in deren Implementierungen. Ich kann aber auch Parameter erben lassen und Mappings. Mappings, vielleicht noch kurz was dazu. Also das ist die Parameterzuordnung von der Prüfstandsvariable auf eine exam-interne Variable. Dann kann ich zwei Catch-Konstrukte bauen und eigene Fehlerbehandlungen einbauen in meine Abläufe. Ich kann entsprechend alles modularisieren und strukturieren, in Klassen, Methoden, in Sequenzen und Subsequenzen. Das war das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Ich habe eine Syntaxprüfung auf Modellbasis. Zum Beispiel hier habe ich das bei der Zeile 5 in dem ersten, habe ich hier einen Übergabewert, wo ich das Gaspedal trete und wie viel. Wenn ich da jetzt zum Beispiel nichts angeben würde, dann würde ich entsprechend im Tool eine Fehlermeldung kriegen, dass die Sequenz unvollständig ist. Genau, das mit den Testvarianten habe ich schon erzählt. Und genau, ich kann auch mich entscheiden, gerade für die Funktionsentwicklung möchte ich das als Python-Code implementieren oder aber auch als Sequenz-Diagramm. Also das heißt, für den Bibliotheksentwickler, der kann sich dann quasi entscheiden, ob er es in Python oder als Sequenz-Diagramm haben möchte. Genau, dann kommen wir mal zum Produkt an sich und was da dahinter steht. Die drei Perspektiven, die hat man am Anfang in dem Prozess schon mal gesehen, sind die drei Hauptanwendungsbereiche, sage ich mal, auch von den Rollen her. Zum einen der Modeler halt, um die Testfälle zu sammeln, zu erstellen, zu implementieren, zu parametrieren. Dann der Testrunner zum Ausführen der Tests, zum Überwachen. Ich sehe da auch entsprechendes Logfile, ich sehe auch, ob Fehler auftreten, kann da quasi zuschauen, was gerade passiert. Und im Report Manager habe ich die Möglichkeit, das dann auszuwerten. Das ist alles unter einer Oberfläche. Das ist ein Tool mit verschiedenen Sichten und ich kann auch Tests ausführen, gleichzeitig und neue Tests erstellen. Also das eine schränkt das andere nicht ein. Dann was zur Architektur. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass es Sinn macht, hier ein Enterprise-System einzusetzen. Meines Kenntnisstands nach ist XAM das einzige Enterprise-System als Testautomatisierung, also mit einem kleinen Serveransatz. Wir haben hier einen Application-Server im Einsatz, der die Business-Logik und den ganzen Modellzugriff mit den Datenbankmodellen regelt, wo der Generator die Code-Generierung und die entsprechende Constraint-Prüfung macht und dann einen Webservice zur Verfügung stellt für den XAM-Client. Und der Vorteil von der Architektur ist der, dass ich die Testablage und die ganzen Testimplementierungen zentral halten kann, auch zentral sichern kann, aber die Ausführung noch lokal bleiben kann.
Also das heißt, ich an meinem Prüfstand brauche ich bloß den XM-Client und einen synchronisierten Code und brauche auch zur Ausführung keinen Application-Server. Also der ist nicht notwendig. Dieser Datenbankrechner links unten, das ist dann noch der Zugriff für die Report-Ergebnisse, die in der Regel auch lokal auf den Prüfstandsrechnern dann sind. Ja, was haben wir uns als Projekt so auf die Fahne geschrieben? Das erste, denke ich mal, ist klar, sonst bräuchten wir es nicht machen. Ich lasse es jetzt auch einfach gleich weg. Ohne eine Steigerung der Effizienz bringt das Ganze natürlich nichts. Aber die restlichen Punkte, denke ich mal, sind auch sehr, sehr wichtig. Das eine ist, gerade bei so einem System, das ja doch einen sehr meist auch langwierigen und komplizierten Prozess wie den Testprozess bedient, macht es auf jeden Fall Sinn, eine offene Systemarchitektur zu machen und auch jedem Kunden die Möglichkeit zu geben, an bestimmten Stellen Änderungen vorzunehmen, Erweiterungen umzusetzen und Ähnliches. Und das können Sie in XAM, sagen wir, an fast allen Stellen. Also das Tooling an sich ist auf Java Eclipse aufgebaut. Da kann man über die Schnittstellen neue Plugins einführen. Das ist das eine, was geht. Ich kann über eine Scripting-Schnittstelle Automatisierungen in dem Modell machen. Also wenn ich Massendaten in meinen Testfällen ändern möchte, zum Beispiel, kann ich das über sowas tun. Und ich kann natürlich jederzeit Bibliotheksimplementierungen ändern, anpassen oder auch neu erstellen, sodass ich eigentlich überall die Möglichkeit habe, das System entsprechend zu erweitern. Es ist ein Freeware-Tool, also XAM an sich ist Freeware, können Sie bei uns auf der Seite runterladen. Aber auch die Infrastruktur, die wir nutzen, da gibt es immer eine Freeware-Lösung dazu. Also zum Beispiel bei den Datenbanken können Sie PostgreSQL verwenden, kostet zum Beispiel nichts. Und als Server haben wir Glassfish, auch der ist frei von Lizenzkosten. Es gibt aber auch immer, sagen wir, eine professionelle Lösung mit Support. Also bei der Datenbank wäre das Oracle und beim Webserver wäre es WebSphere von IBM. Das Ganze ist eine Multi-User-Entwicklungsumgebung. Das heißt, es können alle gleichzeitig an Testfällen arbeiten und an dem System arbeiten. Zukunftssicher lebendiges System mag lustig klingen, ist es aber nicht. Was wir damit meinen, ist das, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange und auch momentan ohne sehbares Ende an dem System weiterarbeiten, es umsetzen und es halt auch den neuen Gegebenheiten anpassen. Und da natürlich auch das, was halt der Markt oder sagen wir mal, die Branche braucht, immer neu dazukommt. Dann soll es natürlich stabil sein. Also auch da ist es so, dass wir uns schon sehr, sehr sicher sind, weil wir Ausführungszeiten von mehreren Wochen haben, ohne dass das System hier in die Knie geht oder ihr nicht zur Verfügung steht. Und durch diesen Serveransatz kann man es halt auch international gut einsetzen. Das heißt, beim Kunden wirklich, sagen wir, von USA bis China, über Deutschland, Indien, alles aus einem Standort treiben. Da kommen wir dann jetzt auch zur XAM-Distribution. Was ist das eigentlich? Vielleicht einfach nur ganz kurz. Ich habe am Anfang mal gesagt, der Volkswagen-Konzern hat XAM entwickelt. Der tut es auch heute noch. Also das heißt, die Weiterentwicklung macht auch der Volkswagen-Konzern. Wir sind eigentlich der Hauptentwicklungspartner des Volkswagen-Konzerns schon von Anfang an. Und seit ungefähr 8-9 Jahren haben wir auch zusätzlich das Recht, dieses Projekt auch nach außen bringen zu dürfen. Und das ist quasi unser Job da drin, das Thema nach außen zu vertreten und auch für Sie zur Verfügung zu stellen und dass Sie auch entsprechend immer aktuelle Versionen kriegen oder im Service dazu kriegen. Und um das ist mittlerweile, also um dieses freie Tool XAM, das ist dieser graue Bereich, der in der Mitte sein, haben sich mittlerweile auch, sagen wir mal, Kaufprodukte dazu gesellt. Das sind zum einen ist das Thema XAM Version Control, also eine Versionierung für XAM, das wäre so der eine Teil. Dann eine Jenkins API, der Test Cloud Controller, Test Case Generator. Das sind noch weitere Themen, auf die ich jetzt mal nicht eingehen möchte, einfach weil es sonst, glaube ich, den Rahmen sprengt. Aber da werden wir dann weitere Seminare auch in Zukunft mal anbieten, was quasi die zusätzlichen Tools von XAM noch betrifft. Aber was es zeigen soll, also die Reise geht weiter und es hört auch damit nicht auf.
Was können wir Ihnen dann natürlich anbieten? Alles, was so ein Tool natürlich auch braucht. Das heißt, zum einen haben wir ein entsprechendes Schulungsprogramm, wie man damit umgeht. Sag mal, das Webinar gibt Ihnen bestimmt den ersten Einblick oder soll Ihnen den ersten Einblick geben. Aber wenn man wirklich ja, mehrere tausend Testfälle mit so einem Modell umsetzen will, macht es auf jeden Fall Sinn, sich das Tool mal genauer anzuschauen und das auch in einem Rahmen von der Schulung zu machen. Dann natürlich Support, Tool-Weiterentwicklungen oder auch entsprechende Testservices oder Consulting-Dienstleistungen, die halt da dran sind, sodass halt XM auch professionell eingesetzt werden kann. Genau, das wäre jetzt mal so mein Teil. Jetzt schaue ich bloß mal kurz, Rainer. Haben wir viele Ja, Fragen? Dann würde ich eine kurze Pause machen oder ich habe nur muss. eine technische Frage zu Beginn. Also keine Zurückhaltung, gerne noch Fragen stellen, bevor ich mit der Live-Darbietung loslege. Kannst du vielleicht mal kurz vorbereiten? Dann würde ich einfach mal alle freischalten. Genau, jetzt müssten Sie sich auch selber sprechen können. Genau. Also wenn jemand noch Fragen hat für den ersten Teil, kann er die gerne jetzt mal kurz stellen. Ansonsten würden wir dann weitermachen. Traut sich keiner was zu sagen, na, dann reden wir weiter. Genau, Rainer, dann würde ich einfach Okay. an dich übergeben, wenn es okay ist. Das ist in Ordnung. Ich bin alles ein noch. Genau. Vielen Dank für die ausführliche Einführung in die ja, prozessuale Darstellung und in die Methodik. Was ich jetzt zeigen möchte, ist den Client oder das Test Execution Management in der realen Anwendung. Also den XM Client und die Anwendung oder in die verschiedenen Rollen schlüpfen, die wir jetzt auf der Prozessdarstellung gesehen haben. Also vom Testdesigner, der die Testfälle erstellt, zum Tester selbst, der sich um die Ausführung kümmert, bis hin zum Testauswerter. Was wir hier sehen, ist jetzt der gestartete XM-Client. Christoph hat es vorher schon erwähnt, die Basis ist eine Eclipse-Rich-Client-Plattform, also in Java implementiert das Ganze. Das heißt, wer mit einer Eclipse-IDE schon zu tun hatte, dem ist das Ganze wohl sehr vertraut vom Look and Feel. Worauf ich jetzt im Wesentlichen eingehen möchte, ist erstmal die Workbench als solches. Was wir hier sehen, ist zunächst die Hauptperspektive, die Modeler-Perspektive, die dem Testdesigner zur Modellierung der Testfälle dient. Ich habe hier oben die unterschiedlichen Perspektiven und auch die Tooltips, wo ich dann auch wieder für die Ausführung entsprechend eine Ansicht habe. Und ganz entscheidend sind auch diese verschiedenen Views dann, die mir Eigenschaften von Elementen anzeigen, die ich hier gelistet habe. Und hier links habe ich den Model Browser als solches, der meine Verbindung zum Server darstellt. Also ich habe eben genau diese Verbindung zu meiner Enterprise Application, zum Application Server selbst und bekomme hier eine Art Explorer-artigen Baumstruktur meine ganzen Inhalte dargestellt. Ich gehe nachher ein bisschen mehr auf die prominenten Beispiele ein. Wir haben hier genau diese Trennung technische Implementierung, also unsere Basisbibliotheken, beziehungsweise könnten das auch Fahrzeugfunktionen sein und auch die Testfallinhalte, die hier enthalten sind in dieser Ansicht. Was haben wir noch hier oben? Eine Toolbar dann auch, um zu den unterschiedlichen Wizards zu gelangen, Import-Export-Mechanismen und dergleichen. Ganz entscheidend auch, um sich die Workbench einzurichten, zu arrangieren oder zurückzusetzen. Dann den Bereich Window und auch die Preferences, wo ich sämtliche Einstellungen vornehmen kann im Client dann für die Editoren beziehungsweise auch für die Testausführung. Meine Runtime-Umgebung, meine Laufzeitumgebung, um meine Testfälle zu starten. Und um mich auch zu orientieren, hier eine entsprechende Suchfunktion, wo ich Felder befüllen kann, das Ganze auch einschränken kann und hier auch einen Gesamtüberblick der verfügbaren XML-Elemente in meinem Datenmodell habe. Zum Einstieg,
In die Modellierung würde ich mal beginnen und ein kleines Hello World Beispiel aufmachen hier in dieser Package-Struktur, was ich vorbereitet habe. Um da einen leichten Einstieg zu finden, öffne ich mal von so einem Test Case, das ist dieses graue Objekt hier im Model Browser, öffne ich die Sequenzdiagramm-Inhalte per Doppelklick und bekomme jetzt hier in der Mitte dargestellt diesen Editorenbereich. Christoph hat es vorher schon erwähnt. Die Modellierung ist im Idealfall abstrakt gehalten. Das heißt, diese blauen Elemente hier zu sehen, mein Instanzaufruf oder mein Methodenaufruf gegen ein abstraktes Interface, schafft mir hier eine quasi Unabhängigkeit zu einer technischen Implementierung. In dem Beispiel hier sehe ich jetzt eine Log-Ausgabe, die mir Hello World ausgibt. Ich habe hier die einzelnen Testschritte in Form dieses Sequenzdiagramms, das heißt vom Caller zu dieser Lifeline hier Log-File. Das ist jeweils immer der Methodenaufruf zu den unterschiedlichen Klasseninstanzen, die dann bei der Testausführung erzeugt werden. Und was ich mal machen kann, ist beispielsweise eine neue Methode hinzufügen. Ich suche mir dazu eine passende, geeignete Methode aus, zum Beispiel noch eine Info-Message und ziehe das Ganze per Drag-and-Drop aus dem Model-Browser in den Editorenbereich, ergänze quasi einen weiteren Testschritt in meinem Test-Case und übernehme da mal einen Inhalt. Ich habe dann was vorbereitet, einfach eine String-Ausgabe, die dann während der Laufzeit in meiner Testrunner-Konsole auftaucht. Das wollen wir uns dann nachher auch dann bei den Testergebnissen anschauen und befülle jetzt hier einfach mal den Step-Text und beschreibe damit den Inhalt. Also der Fokus, man sieht es hier ganz klar auf der grafischen Modellierung von Testfällen und die technische Seite werde ich nachher zeigen, wenn ich ein paar Beispiele aufrufe, wie das Ganze in Python implementiert sein kann, eine technische Schicht oder eine Software-Schnittstelle dann in XML in den Bibliotheken abgebildet ist. Also sagen wir hier mal Log-Eintrag. Und vervollständige damit meinen zweiten zusätzlichen Testschritt. Spare das Ganze ab. Hier habe ich auch die ganzen Kontrollstrukturen oder Kontrollelemente dann für mein Sequenzdiagramm, also Schleifenkonstrukte, Verzweigungen, Bedingungen, if-else in der UML-Sprache als alt und alt-next gekennzeichnet, while und vorschleifen, beziehungsweise auch das Exception-Handling mit try-catch-finally-Blöcken. Ich könnte auch Operationsaufrufe direkt über diese Palette hereinziehen. Also recht straightforward hier und einfach zu bedienen von der Oberfläche. Da habe ich dann auch noch eine Outline-View grundsätzlich bei meinen Editoren, wenn ich sehr viele Inhalte habe, um dann einen Überblick zu behalten. Und was ich noch zeigen möchte, ist jetzt zu diesem Hello World-Beispiel brauche ich auch noch eine ausführbare Einheit, also quasi eine Test-Suite, die sämtliche Testfälle aufruft und zusammenbündelt. Das ist die Ausführungseinheit und um das Ganze anzustarten, so einen Testlauf, führe ich einfach einen Doppelklick auf meine Testsuite aus, der wiederum diesen Testcase aufruft und wäre dann automatisch in eine zweite Perspektive, weg jetzt von der Modeler-Perspektive in die Testrunner-Perspektive gelotst und sehe hier links anstelle des Model-Browsers die Inhalte dieser Testsuite. Das sind hier verschiedene Testgruppierungen. In meinem Fall unterschiedliche Testcases, die hier aufgerufen werden. Ich werde es in einem komplexeren Beispiel auch noch zeigen, wie hier eine andere Gruppierung noch Sinn macht. Das Ganze zum Beispiel jetzt mit einem Bezug auf einen Prüfstand hier auch die Initialisierung und die Deinitialisierung noch ins Spiel kommt. Hier habe ich einfach eine flache Struktur aus reinen Testcases, die hier durchlaufen werden. Und ich sehe auch hier die Einstellungen, die ich vornehmen kann. Ich könnte einzelne Testfälle aktivieren und deaktivieren, könnte die Anzahl der Testdurchläufe auch erhöhen, beziehungsweise habe noch weitere Filterkriterien, die ich hier auswählen möchte. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe es vorher gezeigt, wir haben hier abstrakt modelliert diesen Testcase gegen ein Interface, sprich die technische Implementierung von dieser Methode oder von dieser Operation Declaration, von dieser Operationsdeklaration, die ist in der eigentlichen Implementierung verborgen. Das heißt, hier habe ich zum Interface eine technische Implementierung. Das ist in meinem Fall in der Klasse Python Logfile implementiert, eine Log-Info-Message. Und da sehe ich auch schon diese technische Implementierung, um beispielsweise
Hört man mich wieder? Ja, okay. Kleines technisches Problem überwunden. Christoph, gibst du mir kurz einen Hinweis, wo ich wieder einsteigen darf? Genau. Um jetzt nochmal am realen Beispiel der Testausführung zu zeigen, wie die Zusammenführung zwischen Interface und der technischen Implementierung stattfindet, muss ich einen solchen Testfall anstarten und bekomme dann einen entsprechenden Auswahldialog, der mir eine Auflistung sämtlicher verfügbarer Systemkonfigurationen anzeigt. Und das ist im Prinzip diese Mapping-Tabelle, die Interfaces und Implementierungsklassen verbindet. Also mein abstraktes Fahrzeug in dem Folienbeispiel von vorher, dann mit einer technischen Implementierung, welches Fahrzeug das beispielsweise dann sein kann, ist. Also wähle ich hier meine geeignete Systemkonfiguration aus. Ich habe hier schon eine vorbereitet, die mein Hello World Offline Beispiel bedient und habe hier noch unterschiedliche Log-Level-Stufen, um die Anzahl, die Menge der Ausgaben in meinem Testrunner zu steuern, ob ich jetzt mehr oder weniger ausgeben möchte. Debug bietet sich normalerweise an, wenn ich meinen Testfall noch in der Entwicklung habe. Wenn ich das Ganze in einem stabilen Zustand habe, dann kann ich das Ganze auch auf die Info-Log-Ausgabe reduzieren. Dann auch noch für unterschiedliche Bereiche, beziehungsweise internal dann, wenn es um eine fundierte Fehleranalyse dann von meinen Testläufen geht. Mit Finish starte ich diesen Testlauf an. Dann sehe ich auch hier schon den Testrunner-Mannequin, wie er losläuft. Es ist hier ein sehr kurzer Testfall. Um da nochmal drauf einzugehen, scrolle ich nochmal ganz nach oben. Also man sieht schon hier am Anfang, sind so grundsätzliche Metainformationen zu meiner Testausführung zusammengefasst. Also beispielsweise das Encoding, meine Python-Version. Dann sehe ich den Einstieg in die Test-Suite. Sämtliche Beschreibungen, die beispielsweise aus einem Requirement-Tool wie Doors oder dergleichen schon kommen könnten. Oder auch anderen Tools wie Integrity. Ich habe dann hier nach dem Einstieg in die Testsuite auch die Auflistung meines Testcases, Hello World, und eine entsprechende Beschreibung zu diesem Testcase auf Deutsch und Englisch. Das ist diese Mehrsprachigkeit, die wir da auch unterstützen. Und sehe dann, wenn ich in den Testflow, in den eigentlichen Testfall reingehe, hier meine zwei Log-Ausgaben, Hello World und meine Willkommen zum Exam-Webinar. Ausgabe, die ich jetzt hier noch ergänzt habe. Ich sehe die Testdauer in dem Fall, weil es ein Offline-Testfall ist, nur mit 0 Sekunden. Ich habe hier keinen langen Testfall und sehe auch noch die Ausgaben der anderen Testfälle, die hier noch nachfolgend ergänzt sind. Zum Schluss dann nochmal eine Statistik, die mir die gesamte Testsuite zusammenfasst, wie viele Testfälle davon fehlerhaft waren und wie viele beispielsweise inaktiv waren. Ich habe hier einen deaktiviert und ganz unten dann auch die Zusammenfassung. Und da verlasse ich dann die Ebene jetzt aus der Testrunner-Perspektive und kann in die Rolle des Testergebnisverwalters, in den Report Manager wechseln. Indem ich auf den Link klicke, wechsle ich da auch in die entsprechende Perspektive, die mir dann die Zusammenfassung des Testlaufs in meiner Report-Datenbank veranschaulicht. Kurz auf. So, einen letzten Report zeigen wir dann an. Now latest reports. Das ist der zuletzt ausgeführte 1458. Ich sehe hier nochmal, genauso wie es in der Testsuite war, die ganz gleiche Struktur meiner Testgruppen. Das können Themengebiete sein, die meine Testfälle zusammenfahren. Ich sehe hier auch mit diesen Overlay-Icons, mit diesen überlappenden Icons zu den Testcases, welchen Bewertungsstatus die jeweiligen Testfälle hatten. Also an dem sehr gut zu erkennen, auch dass der insgesamt von der Bewertung fehlerhaft war. Ich habe hier, wenn ich da mal reinspringe, zwei Report-Ergebnisse, die zusammengeführt einen fehlerhaften Testfall erzeugen. Ich sehe hier eine Zusammenfassung meiner Subtests, einen Pass- und einen Fail-Subtest, einmal positiv und negativ. Kann das Ganze dann auch für jeden Testfall nochmal einzeln mir in der Log-View oder in der Log-File-View darstellen, was es für Konsolenausgaben gab. Habe diese Zusammenfassung auch in tabellarischer Form, welche Subtests hier geschrieben wurden, was die eigentlichen Abfragewerte waren während meiner Testausführung und die, die ich tatsächlich bewerten möchte, also um das nochmal gegenzuhalten soll und ist, und sehe auch hier diese Abweichung und die Erklärung, warum ein entsprechender Fail-Subtest-Eintrag dann auftaucht.
Dieser eine Subtest nur als Beispiel, der zeigt es ganz anschaulich, dass meine gesamte Testsuite damit fail ist, und somit habe ich in der Report-Manager-Perspektive einfach nochmal einen perfekten Einblick, um die gesamten Testergebnisse mit allen Testfällen, die hier durchlaufen sind, zu überwachen und auch die gesamte Testsuite vielleicht auch mit den Metadaten noch, wer den Test ausgeführt hat, insbesondere auch zu welchem Code-Zeitpunkt oder der Zeitpunkt meiner Modellsynchronisation. Wir haben das vorher gesehen, dass für die Ausführung die modellierten Testfälle vom Code-Generator in Python-Modules übersetzt werden und dieser Python-Code dann wiederum auf Platte synchronisiert wird. Also hier erkenne ich das an dem Zeitstempel, weil wir Versionierung eingeführt haben, auch die verschiedenen Versionen meiner Bibliothek, die sind hier dargestellt dann nochmal, damit ich auch Revisionssicherheit gewährleisten kann und weiß dann, in welchem Modellstand meine Testfälle zu dem damaligen Zeitpunkt ausgeführt worden, und dann noch ein paar Hinweise dann zu meiner Python-Umgebung, welche Version das war, welcher Client-Version, und hier könnte ich zum Beispiel auch die Visitenkarte dann des jeweiligen Testers hinterlegen. Es geht noch ein Stück weit komplexer. Deswegen zeige ich jetzt mal noch eine etwas umfangreichere Demo-Test-Suite hier. In dem Beispiel, ich öffne das Ganze jetzt nochmal, da sehe ich jetzt auch, dass ich eine Initialisierung, eine Deinitialisierung habe, um einen Prüfplatz zum Beispiel zu initialisieren, eine Verbindung herzustellen, unterschiedliche Systeme noch zu bedienen und die aufzurufen, die eigentlichen Testfälle. In dem Fall hier ruft die Test-Suite unterschiedliche Testfälle auf, die eine Fensterhebermethode untersuchen sollen. Open Window in dem Fall und hier in unterschiedlichen Ausprägungen. Also ganz klassischen Testfall, der die einzelnen Testschritte enthält, hier erweitert noch mit unterschiedlichen Reports und auch am Beispiel mit einer Echtzeitmessung. Das Ganze würde ich auch nochmal zeigen wollen, um einfach auch diese Mächtigkeit des Tools zu zeigen, was auch die Testergebnisse angeht, dass ich hier auch einen integrierten Chart Viewer habe in XAMM, um beispielsweise eine Echtzeitmessung an einem Hill-System vorzunehmen. Das sind übrigens Beispiele, die in der Basisbibliothek grundsätzlich vorhanden sind. Das heißt, jeder, der sich XAMM herunterlädt und diese Basisbibliotheken mit in sein Modell integriert, der wird auch diese Übungsbeispiele und diese Demo-Suiten sehen und kann das gerne auch nochmal nachstellen. Und wenn ich diese Testsuite jetzt zum Laufen bringe, muss ich analog wieder eine passende Systemkonfiguration auswählen, hier für meine Demo, und starte den Testfall an. Und sehe jetzt auch hier schon im linken Bereich im Execution Browser, an welcher Stelle er sich gerade befindet. Also er war jetzt noch in der Deinitialisierung, als ich hier rüber geswitcht bin. Und ich kann es gleich zu Beginn zeigen, dieser Initialisierungsblock beispielsweise, der würde jetzt hier auch Größen mappen, die beispielsweise auf einem Prüfsystem vorhanden sind. Also Prüfplatzvariablen, Simulationsvariablen auf meine XAMM-Größen. Dafür gibt es entsprechende Mapping-Objekte, Variable-Mappings, die diese Zusammenführung von Prüfstands, von Simulationsobjekten dann wieder mit der XAMM-Welt und den XAMM-Elementen verbindet. Ich sehe hier, dass für die Echtzeitmessung und für den Zugriff auf Prüfstandsvariablen 13 Variablen gemappt wurden. Diese unterschiedliche Farbgebung hier nochmal entspricht den unterschiedlichen Log-Leveln, um das noch zu erklären. Und genau, ich habe hier den Initialisierungsblock und dann meine entsprechenden Testschritte dann noch von den Fensterhebermethoden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist jetzt zuletzt nochmal zu zeigen, im Report selbst, wie die Echtzeitmessung dann wiederum im Report abgelegt wird. So öffne ich die Demo-Suite, die ich jetzt gerade angelegt habe im Report-Manager. Und kann jetzt hier auch zeigen, dass ich meinen Testfällen dann quasi auch Anhänge hinzufügen kann und eine Echtzeitmessung dann noch mit einbetten kann. Zum einen in tabellarischer Form, wo ich meine Signale definiert habe, die ich aufzeichnen möchte, und das Ganze auch in einem Chart-Editor. Und habe jederzeit die Möglichkeit, die erzeugten Testergebnisse mit XAMM auch herauszuleiten, das Build-Framework zu nutzen, mit Hilfe der Templates das Ganze in formschöne PDFs
Exporte dann bereitzustellen, um es zu archivieren, abzulegen und entsprechend auch weiterzugeben. Das würde ich noch gerne zeigen. Das wäre im Modeler jetzt, wenn ich das Ganze nochmal zuklappe, hier meine Baumansicht, was es in den Basisbibliotheken für Umfänge gibt. Prominente Beispiele ist im Bereich Plattform beispielsweise die Implementierung von MA-Port, AES-Port der Xilla-API. Also ich habe hier die Library Simulation Model bzw. Electrical Error Simulation Model. Sehe auch die zugrunde liegenden Interfaces, um eine Systeminitialisierung zu meinem Xil-Server dann zu ermöglichen, um das mal herauszugreifen, weil das sehr häufig genutzt wird, eine Setup-Methode mit den Beschreibungen auch, die grundsätzlich vorliegen, dass jede Methode, jede Bibliothek, die XAMM in der Basisbibliothek anbietet, auch eine entsprechende Funktionsbeschreibung zeigt, um einfach zu erläutern, wie diese Schnittstelle zu verwenden ist und die Parameter auch hier angegeben sind. Die können jetzt hier so generisch sein wie im Fall der Xilla-API, könnten aber auch ganz spezifisch sein, wenn es um proprietäre Implementierungen geht. Da möchte ich noch kurz zeigen, dass es da auch unterschiedliche proprietäre Lösungen gibt, um Hill-Systeme zu implementieren. Als Beispiel herausgegriffen die NovaSIM-Plattform mit einer Initialisierung und dergleichen. Da finde ich dann die jeweiligen herstellerspezifischen Funktionsbeschreibungsdetails dann wiederum in der technischen Implementierung der Funktionsklasse. So eine technische Implementierung, um auch da mal reinzugehen, in Python, die kann ich auch per Doppelklick öffnen. Ich habe dann anstelle eines Sequenzdiagramms eine technische Implementierung in Python-Form, sehe hier meinen Python-Code, kann den Ganzen auch editieren. Und das Gegenstück dazu, zu so einer Python-Implementierung vor den modellierten Testfällen noch, ist hier im Modell die Sicht auf den generierten Code für diejenigen, die es interessiert. Also nochmal, um auf Hello World zurückzukommen, habe ich hier per Rechtsklick die Möglichkeit, auch diesen generierten Code, den mir der Generator auf Serverseite automatisch ablegt, dass ich den einsehen kann. Also ich habe hier einen generierten Code und wenn ich hier den modellierten Testfall gegenüberhalte, dann wird der geneigte Programmierer relativ schnell die entsprechenden Testschritte sehen, die hier in Form eines generierten Codes abgelegt werden. Also hier mein Output to the Log-File hier, das ist dieser Testschritt, den mir der Generator automatisch in dieses Code-Erzeugnis dann übersetzt hat. Und um das ich mich als Testdesigner nicht kümmern muss, weil ich den Fokus wirklich gesamthaft auf die Testfallmodellierung richten kann und an der Stelle nicht auf diese technischen Details achten muss. Dann zu guter Letzt, um den Einstieg Ihnen zu erleichtern, in XAMM noch ein Hinweis auf das integrierte Hilfesystem, was auch nochmal die unterschiedlichen Kapitel, die unterschiedlichen Perspektiven behandelt. Also es gibt hier zum einen den User Guide, der die Perspektiven, die Views, die ganzen Wizards, Editoren und die Einstellungen beschreibt nochmal. Und darüber hinaus dann auch noch das Selbststudienprogramm, wo ich mit simplen Beispielen mir meine ersten Übungstestläufe erstellen kann, mein Hello World Beispiel, das Ganze auch noch weiter abstrahieren kann, indem ich Parametrierungen, mein Interface-Konzept mal übe, Methoden kennenlerne, die in der Basisbibliothek sind, um das Reporting zu bedienen und eigene Subtests zu schreiben, beziehungsweise auch ein Beispiel, wie ich eine Echtzeitmessung aufzeichnen kann. Das andere oder darüber hinaus finden Sie auch noch eine Entwicklerdokumentation, API-Beschreibungen auch für eine Scripting-Schnittstelle, die XAMM beherbergt, beziehungsweise auch die Verweise auf unsere Webseite, wo Sie noch zusätzliches Material beziehen können. Genau, das wäre eigentlich jetzt von meiner Seite der Großteil zu der Client-Einführung, auch mit einem entsprechenden Demo-Testlauf nochmal. Und von meiner Seite wäre ich jetzt noch offen, weitere Fragen von Ihnen zu beantworten. Genau. Ich würde Sie auf jeden Fall alle mal freischalten. Ich glaube, Sie müssen das Mikro dann noch freimachen. Wenn jemand noch eine Frage hat, darf er die jetzt gerne stellen. Gerne im Chat oder auch gerne per Sprache, wenn jemand noch was wissen möchte.
Es ist gerade noch eine Frage eingegangen. Können über XM Signalaufnahmen in anderen Tools, zum Beispiel Control Desk, angesteuert, also getriggert werden? Ist eine anschließende Auswertung der aufgenommenen Signale, zum Beispiel in einer CSV, das habe dann ich schon auch in mal XML beantwortet. möglich? Ja, das hast du beantwortet. Das war kurz bevor du das vorgestellt hast. Welche Ah, okay. Busprotokolle unterstützt XM? Haben wir unten noch? Kannst du dazu noch was sagen? Ja, das ist die Frage. Also, es gibt vom Bus Zugriff grundsätzlich CAN, LIN und FlexRay beziehungsweise auch Ethernet-Methoden. Man muss aber dazu der sagen, dass Rundfunkmanipulation dienen, ja. Genau, die zur Manipulation dienen, aber auf dem Bus greifen wir in der Regel über Dritt-Tools direkt zu. Genau. Das heißt über entsprechende Vektor-Tools oder über Plattformanbindungen, also Prüfstände oder ähnliches. Und da ist genau. halt dann natürlich alles erreichbar, was quasi die Prüfstände dann anzubieten haben. Das heißt, genau, wenn Sie da Kalibrierungswerkzeuge nutzen, beispielsweise dann ganz genau. Inka oder Canopy, genau. Dann können Sie ja. damit auf die Systeme und haben damit auch den variablen Zugriff dann auf die ja, entsprechenden Umgebungssystemvariablen und auch auf die Busgrößen dann entsprechend. Genau. Herr Dagli, ja, jeder kann XM kostenfrei nutzen. Also das heißt, es gibt eine, auf unserer Website von der Micronova gibt es einen Kundenbereich, wo Sie sich anmelden müssen. Und nach der Anmeldung können Sie alle Tools runterladen und auch installieren. Support ist dann aber kostenpflichtig. Also das heißt, so bei den ersten Fragen sind wir gerne natürlich bereit, da zu unterstützen. Aber wenn Sie es mal professionell einsetzen wollen, dann wäre natürlich ein Support für das Tool sinnvoll. Genau. Zu den Schulungsmöglichkeiten kannst du vielleicht kurz was sagen. Also die Frage ist, welche Schulungsmöglichkeiten es gibt. Wir haben jetzt aufgrund der besonderen Situation unser Schulungsangebot auch auf ein Remote-Angebot erweitert und bieten da Basis-Einsteigerschulungen in die Grundlagen der Modellierung, wo auch nochmal auf die ja, wesentlichen, auf die ganzen Perspektiven in Detail gegangen wird, auf die Konzepte, auf die Methodik und speziell jetzt auch daran gezeigt wird, wie eine Prüfplatzanbindung exemplarisch vonstatten geht, beziehungsweise wie die ja, Mechanismen für die Echtzeitmessung, beziehungsweise auch für die Zugriffsverwaltung auf Prüfplatzgrößen und dergleichen stattfindet. Also da bieten wir primär aktuell jetzt Remote-Modelle an, über Remote-Schulungsmodelle. Und wenn es notwendig ist, dann auch ja, nach Abstimmung mit Ihnen, wenn Sie speziellen Bedarf haben und eventuell auch schon mehr Erfahrung haben im Bereich XM, dann auch fortgeschrittenen und Vertiefungsschulungen. Nachdem wir die Zeit jetzt schon etwas überschritten haben, möchte ich einfach nochmal sagen, vielen Dank, dass Sie es sich auf jeden Fall angeschaut haben. Ich hoffe, es war was Interessantes für Sie dabei. Wenn Sie noch Unterlagen haben möchten, sind zum einen in dem Unterlagenbereich noch die Produktinformationen zu XM auch mit drin. Wenn Sie gern die Folien hätten, dann schreiben Sie uns einfach nochmal kurz eine E-Mail, dann würden wir Ihnen die auch zusenden. Ansonsten auch, wenn Sie noch weitere Fragen haben, Interesse an dem Thema haben, mit uns vielleicht noch irgendwas unter vier Ohren besprechen wollen, dann melden Sie sich einfach kurz. Dann freuen wir uns natürlich, nochmal mit Ihnen reden zu können oder auch natürlich über Feedback, wie Sie das finden oder was Sie nicht so gut finden. Wollen wir natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, wir bleiben noch ein bisschen drin. Allen anderen wünsche ich einen erfolgreichen Tag und ja, vielen Dank. Ja, auch von mir. Schönen Nachmittag noch.